Hallo ihr Lieben, ich bin Nina von Lokus Welt. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In meinem heutigen Video geht es wieder darum, was Hunde hassen. Ein Punkt ist dabei, der mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, weil Loco einfach ein Paradebeispiel dafür ist. Worauf ich genau hinaus will, erfahrt ihr nach dem Intro. Tag, Leute. Bevor wir mit dem Video beginnen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Tschüss zusammen. So ihr Lieben, kommen wir zu, was eure Hunde hassen, Part 2. Direkt der erste Punkt liegt mir persönlich sehr am Herzen, denn Loco ist einfach ein Paradebeispiel dafür. Und das ist der erzwungene Kontakt. Nicht jeder Hund legt Wert auf Kontakt mit Artgenossen. Dieses kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die von einfach einem schüchternen Hund bis hin zu fehlendem Interesse reichen können. Einem schüchternen oder gar einem ängstlichen Hund, eventuell sogar aus schlechten Erfahrungen, bringt erzwungener Hundekontakt gar nichts. Ganz im Gegenteil, es bringt euren Hund in Bedrängnis, das heißt, er befindet sich direkt in einer Stresssituation und ja, Hunde gehen natürlich ganz unterschiedlich mit Stresssituationen um. Es kann sein, dass sich euer Hund einfach aus der Situation raus entfernt oder im schlimmsten Fall natürlich aggressiv reagiert. Es gibt auch viele Hunde, die kein großes Interesse, mehr sogar noch ein Desinteresse an anderen Menschen haben. Dieses solltest du unbedingt erkennen und akzeptieren. Denn wenn fremde Leute dich fragen, ob sie euren Hund streicheln können, lehne dieses unbedingt ab. Denn euer Hund ist, gerade wenn er angeleint ist, auf euch angewiesen. Das heißt, ihr bietet ihm Sicherheit und wenn er kein fremden Kontakt mag und ihr einer fremden Person aber erlaubt, ihn zu streicheln kann ihn dieses wirklich in Bedrängnis und somit auch wieder in eine Stresssituation versetzen. Deswegen lernt auch wieder, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, euren Hund zu lesen. Jeder Hund ist unterschiedlich und dieser Gedanke mit "Aber mein Hund muss mit anderen Hunden spielen" ist absoluter Quatsch. Denn es mag einfach nicht jeder Hund. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich mag auch nicht jeden Menschen. Also von daher habe ich, was das angeht, wirklich größtes Verständnis für Loco. Kommen wir diesbezüglich noch zu einem anderen Thema, wofür ich wahrscheinlich ein bisschen Gegenwind bekommen werde, aber das ist für mich völlig in Ordnung. Und das sind Hundewiesen. Wir sind absolut kein Fan von Hundewiesen. Denn abgesehen davon, dass Loco keinen Wert auf Kontakt zu Artgenossen legt, sind auch für mich Hundewiesen eigentlich ein absoluter Stressfaktor. Denn hier werden, ich sag jetzt mal, 17 verschiedene Hundecharaktere aufeinander losgelassen und sind irgendwo gezwungen, miteinander auszukommen. Denn Hundewiesen sind meist eingezäunt. Oder eigentlich immer, glaube ich. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt. Und bei uns in der Nähe gibt es zum Beispiel eine Hundewiese, wo die Hunde nur durch eine Art Hundeklappe rein können. Das heißt, die Besitzer haben gar keine Chance, diese Wiese zu betreten. Also, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Hunden kommt, müssen die Besitzer quasi über den Zaun springen, um diese irgendwie zu schlichten oder ihren Hund aus dieser Situation rauszuholen. Der Grund, warum ich auch kein Fan von diesen Hundewiesen bin, ist, dass den Halter oder Halterinnen, die quatschend daneben stehen am Rand dieser Hundewiese, Themen wie die neueste Sojalatte oder fortschreitende Eheprobleme wichtiger sind als das Verhalten ihres Hundes anzusehen, zu bewerten. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich weiß auch nicht, warum immer alle Leute so scharf sind auf diese Hundewiesen. Wir sind absolut gar kein Fan davon und ich finde es auch gar nicht schlimm. Loco ist ein absolut glücklicher Hund, auch ohne anderen Hundekontakt. Deswegen, wir persönlich mögen keine Hundewiesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und natürlich möchte ich auch wissen, was eure Hunde von Hundewiesen halten. Sind sie absolute Fans davon und stürmen direkt drauf los? Oder sind sie eher zurückhaltend und haben eigentlich gar keinen Bock wie Loco?
Was auch noch ganz wichtig ist, eine Hundewiese ersetzt keinen Spaziergang. Euer Vierbeiner liebt es, mit euch die Natur zu erkunden, neue Sachen zu erschnüffeln und einfach sein Hundsein auszukosten. Deswegen, auch wenn euer Vierbeiner auf Hundewiesen steht und auf das Herumtollen mit Artgenossen, gönnt ihm auch mal Zeit zu zweit, dass ihr durch Parks oder durch Wälder spazieren geht, je nachdem, was euer Wohngebiet gerade hergibt. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Umarmen. Anders bei uns Menschen, wo die Umarmung als nette, liebevolle und vertraute Geste gilt, ist sie bei Hunden eher etwas, was sie in Bedrängnis bringt. Denn Hunde umarmen sich aus Natur aus nicht. Sprachenlernen, Bubble. Die einzige Situation, wo Hunde ihre Vorderläufe umeinander oder aufeinander legen, sind Streitsituationen. Das heißt, euer Hund kann sich auch bei Umarmungen von Menschen sehr schnell in Bedrängnis fühlen und im schlimmsten Fall sogar aggressiv reagieren. Ich habe vor ein paar Jahren mal von einem Fall gelesen, den ich wirklich bemerkenswert fand. Zwei beste Freundinnen, 12 und 13, haben sich miteinander verabredet, um an dem Tag Bilder für ihre Social Media Accounts zu machen. Die eine Freundin besaß einen deutschen Schäferhund und ihre beste Freundin wollte auch ein paar Bilder mit diesem Hund machen. Und auf dem einen Bild macht der Hund Platz, das Mädchen kniet neben ihm, legt den Arm um den Hund und in diesem Moment beißt der Hund sie ins Gesicht und verletzt sie wirklich gravierend. Direkt danach ging es natürlich darum, ob der Hund eingeschläfert wird oder nicht. Und dieses Mädchen hat damals ein Interview gegeben, was ich wirklich bemerkenswert fand. Denn sie hat gesagt, warum soll er eingeschläfert werden, wenn ich den Fehler gemacht habe? Das heißt, sie weiß ganz genau, was sie in diesem Moment falsch gemacht hat. Und der Hund wurde auch nicht eingeschläfert. Und ja, die drei sind einfach immer noch gute Freunde. Kommen wir nun zur Langeweile. Die meisten Hundebesitzer kennen es. Sie haben ihren Vierbeiner alleine gelassen, wegen Arbeit oder anderen Besorgungen. Kommen nach Hause und ja, ihr bester Freund hat irgendwas kaputt gemacht. Seien es Schuhe, Tischbeine, Kissen. Die Liste ist endlos lang, je nachdem, was bei euch so rumfliegt. Dann regen sich die Hundehalter natürlich auf und von außen heißt es oft, dass der Hund schlecht erzogen sei. Dies ist aber meist absoluter Quatsch, denn Hunde hassen nichts mehr als Langeweile. Das heißt, mit ihren kleinen Aktionen bringen sie einfach etwas Schwung in ihren für sie viel zu langweiligen Alltag. Denn Hunde müssen natürlich je nach ihren Bedürfnissen körperlich und geistig gefördert und gefordert werden. Denn wenn ein Hund genug, ich sag jetzt mal, an der frischen Luft ist oder irgendwelche Spiele zu Hause macht, dann ist er am Ende des Tages einfach viel zu kaputt, um irgendeinen Quatsch zu machen. Denn er muss sich erstmal von seinen ganzen Abenteuern, die er mit euch erlebt hat, ausruhen. Also lasst bei eurem Vierbeiner keine Langeweile aufkommen, denn das ist das Todesurteil für eure Schuhe und eure Sofakissen. Ein ausgelasteter Hund ist ein glücklicher Hund. So ihr Lieben, das war's mit meinem Part 2, was eure Hunde hassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like dieses Video, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos von diesem Irrenhaus nicht mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.